ganz herzlich willkommen bei der ZIP3. Menschen mit Behinderungen sollen im Arbeitsleben mehr Anerkennung und vor allem mehr Geld bekommen. Die Regierung hat heute 36 Millionen Euro locker gemacht. 18 Millionen kommen von den Ländern. Mit diesem Geld sollen Projekte finanziert werden, die Menschen mit Behinderungen den Einstieg in den Arbeitsmarkt ermöglichen und regulären Lohn und Sozialversicherung bringen. Eine Werkstatt der Lebenshilfe in Wien. Hier üben junge Menschen mit Behinderung verschiedene Arbeitstätigkeiten aus. Von Firmen kommen Aufträge. Allerdings gibt es dafür keinen Lohn, sondern ein Taschengeld, je nach Bundesland 35 bis 100 Euro pro Monat, ohne späteren Pensionsanspruch. Das soll sich ändern. Das heißt, der Wechsel aus diesen Einrichtungen, in denen die Menschen jetzt beschäftigt und eben nur mit Taschengeld abgegolten sind, soll über inklusive und innovative Modelle, Pilotprojekte in den Ländern möglich gemacht werden. Pilotprojekte heißt, nicht für alle 28.000 Menschen in betreuten Werkstätten wird sich die Lage verbessern. Vom Bund und Ländern gibt es in einem ersten Schritt 54 Millionen Euro. Notwendig wären fast 200 Millionen. Trotzdem, für die Lebenshilfe ist es ein längst überfälliger Schritt. Das ist wirklich einmal ein mutiger Schritt, Dinge auszuprobieren und Finanzmittel in einen Bereich zu stecken, wo wir eben wenig Innovation haben und wo es erstmals wirklich positive Geschichten braucht. Erfahrungen aus einem EU-geförderten Projekt hat die Lebenshilfe bereits. Und das sind erste Menschen in konkreten Anstellungen, in einem Baumarkt, in einer Schulküche. Und das sind dann aber auch Arbeitgeber, die die Sicherheit haben, ich kriege professionelle Begleitung, ich traue mich darüber. Wie gesagt, Inklusion ist nicht kompliziert, es geht um eine Haltung und es geht um die Sicherheit für alle, dass es schon gut gehen wird, wenn man sich traut. Und das ist das Ziel, faire Entlohnung am regulären Arbeitsmarkt.